In diesem Video möchte ich dir den Petroleumofen von der Firma Perel vorstellen. Wir werden das Gerät ganz genau unter die Lupe nehmen. Wir werden schauen, was kann das Gerät wirklich. Wir werden nämlich einen Heiztest in meinem Gartenhaus machen. Und da werden wir mal schauen, ob die Firma Perel uns hier zu viel verspricht mit der Leistung. Das Gerät soll nämlich sage und schreibe 2600 Watt Heizleistung haben. Also ich bin schon mal total gespannt. Wir schauen uns jetzt aber erstmal das Gerät an. Los geht's. Ich nehme euch jetzt erstmal mit in die Ego-Perspektive, dass ihr mal schauen könnt, wie das Gerät überhaupt richtig funktioniert. Also hier gibt es so einen Deckel, den kann man aufmachen, unschwer zu erkennen. Und dann kann man hier rein erstmal das Petroleum einfüllen. Ihr solltet wirklich immer reines Petroleum benutzen. Andere Brennstoffe sind hier nicht zugelassen. Also das ist echt wichtig. Auf jeden Fall könnt ihr euch diese Flaschen in einem 6er-Pack bestellen. Ich habe jetzt hier schon 2 Flaschen eingefüllt und der Tank hat ein Volumen von 4,6 Litern. Eine Tankanzeige, also das sieht man, glaube ich, ganz gut. F bedeutet Full, E bedeutet Empty. Und wenn wir hier mal hin und her wackeln, sehen wir, wie dieser Füllstandsanzeiger sich bewegt. Also der Tank ist jetzt halb voll gefüllt. Folgende Begebenheit. Wenn du den Petroleumofen in Betrieb nimmst, machst den Deckel auf, dann füllst du das Petroleum ein. Und danach solltest du mindestens 10 bis 15 Minuten warten, bevor du hier den Docht anzündest. Was passiert ansonsten, wenn der Docht noch nicht mit dem Petroleum vollgesogen ist? Ja, dann verbrennst du den Docht. Der Docht muss gewechselt werden und in der Anleitung steht auch, dass dann das Gerät seine Garantie verliert. Und das wäre echt ein bisschen blöd. Nach Herstellerangaben verbraucht dieser Ofen 0,25 Liter je Stunde Petroleum. Das wären dann ca. 18 Stunden, die diese Notfallheizung durchgehend laufen könnte. Bevor wir den Petroleumofen jetzt gleich im Gartenhaus testen. Hier oben siehst du, gibt es so einen Deckel, den kann man abnehmen und hier drauf könnte man auch einen Topf stellen. Und in der Beschreibung steht, dieses Gerät ist nicht zum Kochen geeignet, aber ich denke, im Notfall kann man hier schon mal einen Topf oben drauf stellen und sich eine kleine Suppe oder ein bisschen Wasser warm machen. Dieses Rädchen hier, was steuern wir eigentlich damit? Ich nehme mal hier an dieser Feder diesen Aufsatz hier ab. Den kann man dann hier oben so reinlegen. Und jetzt drehen wir mal nach rechts und schauen, was da passiert. Und da richten wir mal unseren Blick auf diese Geschichte hier. Und das Weiße, was du siehst, was da rauskommt, das ist nämlich der Docht dieses Petroleumofens. Und der hat eine Brenndauer von 1200 Stunden. Also nach 1200 Stunden ist dieser Docht verbrannt. Mit diesem Rädchen kann ich quasi die Flammenhöhe steuern. Also nach links, dann fährt er nach unten. Und nach rechts, dann fährt er nach oben. Wenn ich diesen Ofen ausmachen möchte, muss ich das Rädchen ganz nach links stellen und dann erlöscht er dort nach 5 bis 10 Minuten. So Freunde, gleich geht's los. Wir testen unsere Notfallheizung hier im Gartenhaus und schauen uns erstmal die Temperaturen an. Also du siehst 12,3 Grad. Ich hatte die beiden Thermometer an verschiedenen Stellen hier im Gartenhäuschen und das sind 12,8 Grad. Der Raum hier ist ca. 20 Quadratmeter groß, also ist schon eine ganz gute Fläche und die Wände sind jetzt natürlich richtig ausgekühlt, also ich bin echt gespannt, ob wir hier überhaupt einen Effekt merken können. Ich würde sagen, ich platziere die beiden Thermometer nochmal im Raum. Also eines stellen wir hierher und das andere stellen wir hierher. Also, dieses Gerät ist eine Notfallheizung. Das bedeutet, das Gerät sollte nur in Innenräumen angewendet werden, wenn es überhaupt keine andere Möglichkeit gibt, die Räume zu heizen. Das heißt, in einem Blackout, im Fall einer Naturkatastrophe, eines Stromausfalls. Der Raum sollte gut durchlüftet sein. Also es gibt hier immer die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftungen. Und unterschätzt das nicht. Wir werden diesen Winter definitiv vieles davon in der Zeitung lesen, dass sich Leute da selbst umgebracht haben, weil sie in ihrem Raum keinen Kohlenmonoxidmelder hatten. Also wenn ihr so ein Gerät in irgendeinem Innenraum betreibt, niemals ohne CO-Melder. Kohlenmonoxid seht ihr nicht, schmeckt das nicht, ihr riecht es nicht, ihr atmet das ein und fallt einfach um und seid tot. Da gibt es auch keine Rettung. Also unterschätzt das nicht. Und wenn ich das jetzt in einem Notfall in einem Innenraum wie jetzt hier betreiben würde, dann würde ich alle 10 Minuten mal kurz das Fenster aufmachen, den Raum durchlüften und wenn jetzt der ein oder andere sagt, naja, da geht ja die ganze Wärme wieder raus. Ihr dürft nicht unterschätzen, die Möbel speichern Wärme, die Wände speichern Wärme. Also wenn das eine Weile läuft, wird hier drin auch Wärme gespeichert, sodass man trotzdem mal durchlüften kann. Am besten ist natürlich, ihr stellt zum Beispiel diesen Petroleumofen irgendwo in die Nähe eines angekippten Fensters oder eines leicht
geöffneten Fensters, dass da trotzdem immer noch ein Luftaustausch stattfindet. Die Stoppuhr liegt schon parat. So, und jetzt zünden wir endlich mal den Petroleumofen an. Den Deckel lege ich so oben hin. Dann fahre ich ein kleines Stück den Docht nach oben. Dann nehme ich hier mein Feuerzeug und ihr seht, der Docht fängt an zu brennen. So, jetzt setze ich diesen Deckel hier auf und schaut mal, wie der rußt. Und das ist nämlich das Gefährliche, wenn die Flammen oben rausschlagen, wie ihr das hier seht, dann ist der Docht zu weit nach draußen gefahren. Es darf nicht rußen und es sollte auch keine Flamme hier oben durch dieses Flammengitter durchschlagen. Also müsst ihr ein bisschen nach links drehen. Die Heizung läuft seit 20 Sekunden und Ziel sollte immer sein, dass dieser, keine Ahnung wie man das nennt, dass diese Kuppel so rot glühend wird. Dann ist der Petroleumofen richtig eingestellt. Wenn jetzt die Flammen darüber hinausschlagen, wie das am Anfang zu sehen war, dann muss, wie gesagt, die Dochttiefe reduziert werden. Also da müsst ihr nach links drehen. So ist das jetzt gut eingestellt und ja, man merkt schon, hier passiert was. Ja, und ich sage euch ganz ehrlich, also der Ofen wirft schon echt gut Wärme. Das ist schon echt sehr angenehm und ich bin echt gespannt, wenn der jetzt eine halbe Stunde läuft, ob wir hier die Temperatur ein bisschen hochkriegen. Auf jeden Fall geht da einiges, würde ich sagen. Sehr gut. Wir sind zurück in meinem Gartenhaus und wir schauen mal auf die Uhr. Ja, ich habe es ein bisschen verpennt. 32 Minuten und wir schauen mal auf die Thermometer und 17,4 Grad. Also vorher hatten wir 13 Grad und hier haben wir 17,4 Grad ebenfalls. Also 4 Grad in einer halben Stunde. Das ist schon allerhand und Leute, wie gesagt, das ist ja wirklich eine ganz einfache Gartenlaube mit richtig dicken, massiven Steinwänden und kaum isolierten Fenstern. Und wir tun jetzt einfach nochmal den Topf hier oben drauf. Ich habe noch so ein kleines bisschen Wasser reingemacht und mal schauen, wann das anfängt zu kochen. Ich starte nochmal die Stoppuhr neu und los geht's. Wenn ihr da jetzt natürlich einen Wohnraum habt, der gut gedämmt ist, der richtig doppelverglaste Fenster hat, ja, dann geht das natürlich noch viel schneller. Also wie gesagt, hier wurde seit 3 Wochen nicht drinne geheizt und in einer halben Stunde 4 Grad. Also ich glaube, das ist schon eine ganz gute Ansage von dem Petroleumofen hier. Und wir schauen, oh, ich sehe schon was. Wie gesagt, wir schauen da gleich mal rein. Wie viel Zeit ist vergangen? 1:50 und wir schauen hier rein. Und seht ihr das? Das fängt schon an zu blubbern. Und im Notfall kann man sich auf diesem Petroleumofen auch noch eine kleine warme Mahlzeit zubereiten. Und ich glaube, jetzt kann man das richtig gut erkennen, wie diese Kuppel glüht. Genauso muss das sein. Und wenn da am Anfang, wenn du den Petroleumofen einschaltest und du denkst so, naja, da kommt überhaupt keine richtige Wärme, wart mal 5 bis 10 Minuten und dann entfaltet der nach und nach seine Power. Also das ist schon echt heftig. Wie schalten wir jetzt diesen Petroleumofen aus? Ich habe dir ja gesagt, dann müssen wir diesen Drehschalter ganz nach links drehen. Dann fährt dieser Docht wieder runter, habe ich dir ja gezeigt. Der Petroleumofen geht nicht sofort aus, sondern der Docht brennt erstmal aus. Also das dauert nochmal 5 bis 10 Minuten. Von daher solltest du jetzt nicht sofort den Raum verlassen, sondern solltest wirklich überprüfen oder so lange im Raum bleiben, bis die Flamme wirklich erloschen ist. Und jetzt können wir schon hier erkennen, die Kuppel glüht nicht mehr, sondern die ist jetzt schwarz und das bedeutet, die wird nicht mehr durch die Flamme erhitzt und die Flamme brennt jetzt so langsam aus. Wir sind wieder draußen und ich schaue nochmal, ob die Flamme schon erloschen ist. Nein, du siehst, die brennt immer noch ein bisschen nach. Und wenn wir uns das mal anschauen, du siehst, ah, jetzt ist die Flamme ausgegangen. Also wie gesagt, das dauert erst eine Weile. Das solltet ihr unbedingt wissen. Das ist auch ein sehr wichtiger Fakt. Zeit für ein kleines Resümee über unseren Petroleumofen von der Firma Perel. Also ich muss euch sagen, hat mich jetzt schon beeindruckt, dieser Live-Test in einer halben Stunde. Die Raumtemperatur um 4 Grad gesteigert in einem kalten Gartenhaus. Wird euch auch zeigen, dass ihr euch im Notfall auch eine warme Mahlzeit mit dieser Notfallheizung zubereiten könntet. Und für wen ist das jetzt geeignet? Natürlich für alle, die sich auf einen möglichen Blackout vorbereiten wollen, die sich auf einen möglichen Stromausfall, der länger andauert, vorbereiten wollen. Für alle, die es für eine Naturkatastrophe vorbereiten wollen. Oder auch für alle Gartenfreunde, die im späten Frühjahr noch ihr Gewächshaus heizen wollen, wenn die letzten Spätfröste die Gurkenpflanzen oder die Tomatenpflanzen im Gewächshaus bedrohen. Dazu wäre dieser Petroleumofen
auch sehr gut geeignet. Den kann man dann die ganze Nacht laufen lassen und da hat man wirklich definitiv keine Sorgen mehr vor Spätfrösten in der Nacht. Du findest das Produkt und das Petroleum natürlich in der Beschreibung. Kannst du dir gerne mal anschauen. Vielen Dank für deine Zeit. Bis bald, euer Robert von Autorando. Ciao.